ja, gibt ja hier verschiedene Demos, wo hier angesagt sind. Also nicht nur die Demo von Querdenken, sondern auch ja, dagegen oder wie auch immer. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht, ist der Kuhnen oder Fakten, was sehe ich das da drüben. Und jetzt schauen wir mal, was da drüben gerade läuft. So, jetzt schauen wir mal, was hier läuft. Was für eine Bewegung das hier ist. Boah, die Stürme in der Rechts! Hupsala. Hoi, 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 hoi. Jetzt geht's aber los. Hier wird gerade der Reichstag gestürmt. Highlight, Highlight. Hier wird der Reichstag gestürmt. Wahnsinn. Jetzt wird Angst gemacht. Der Hammer, der Hammer. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier abgeht. Das ist der absolute Hammer hier. Hier geht's wirklich jetzt ab. Der Reichstag wird gestürmt. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Reichstag gestürmt. Live um 19:07 Uhr. 19:07 Uhr live den Reichstag gestürmt. Leute, das müsst ihr anschauen. Das ist der Hammer. Der absolute Hammer. Was hier gerade abgeht, das ist ein Aus von der Merkel. Das ist ein Aus. Hier geht es wirklich ab. Das ist der Wahnsinn. Junge, Junge, Junge. Absolut rechtzeitig hier angekommen. Seltsamerweise. Als wenn eine Führung gewesen wäre. Oben auf den Dächern wird auch zugeschaut. Upsala, ja, was geht denn da ab? Das ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Reichstag ist gestürmt. Reichstag ist gestürmt. Oh. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Das ist der absolute Hammer. Leute, Leute, Leute. Ich leg mich nieder. Ich leg mich nieder. Wo ist die Polizei? Wo sind die Einsatzkräfte? Sie haben alles übergeben. Sie halten sich zurück. Sie haben wahrscheinlich vom Demonstrationsrecht teilgenommen. Glaube ich nicht wirklich. Aber Leute, der Hammer. Es werden immer mehr Leute hier auf dem Reichstag. Ein Bild der Geschichte. Hier wird Geschichte geschrieben. Das ist der absolute Hammer. Leute, der Reichstag ist gestürmt. Merkel wird Geschichte sein. Junge, Junge, das ist der Hammer. Ich finde keine Worte. Ich finde keine Worte mehr. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Junge, Junge, das ist der absolute Hammer. Ja, leider kann ich kein Livestream senden. Ah, jetzt geht's los, Widerstand. Jetzt muss ich schnell schauen, dass ich mein Akku einschätze. Absolute Hammer. Absolute Hammer. Oh, jetzt muss ich auch schnell noch meinen Akku ausstöpseln. Ist natürlich praktisch ein bisschen taktisch unklug. Aber man weiß ja manchmal nicht, was passiert. So. Akku ist eingesteckt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder gut. Und ja, einfach genial, einfach genial. Das ist ein Bild, muss man sich vorstellen. Es kommt vom Reichstag raus, kommt eine Unmenge Polizei.
versuchen, die Leute wegzudrücken. Das ist ein absoluter Hammer. Also das geht absolut in die Geschichte ein. 1989 ist Vergangenheit. Ja, wir haben es geschafft. Ja, jawohl, jawohl. Reichstag wird gerade gestürmt. Eingebracht, wenn man sagen würde, schließt uns an. Nein. Leider ist das vielleicht ein bisschen ja, nicht so der richtige Weg. Was soll ich da dazu sagen? Es ist Geschichte geschrieben. Reichstag gestürmt. Die ein Zeichen gesetzt haben. Stolz auf euch. Dankeschön. Ja, was soll man da sagen? Man merkt hier ganz deutlich, das Volk. Da vorne, Leute! Wie jetzt ihr seht hier. Also es ist keine Hollywood-Kulisse, es ist real, es ist wahr. Der Reichstag. Es wird immer mehr Polizei. Man hört im Hintergrund Einsatzkräfte und so weiter. Bin gespannt, wie das heute hier noch enden wird. Ob da scharf geschossen wird oder wie auch immer. Schauen wir mal. Ich hoffe, es bleibt friedlich. Ja, es ist der Hammer. Ja, ist einfach unbeschreiblich. Oh, jetzt geht's radikal los. Es wird zurückgedrängt. Ja, Morgen und Konzerten haben natürlich wahnsinnig Angst. Ja, da wird Pfefferspray verspritzt. Aber wie
auch. Jeder auf die ganze Welt wird sehen, was hier heute passiert ist. Ich hoffe, jetzt ein bisschen nach hinten gehen, ein bisschen mich in Sicherheit bringen. Hier ist jemand, da sind die Augen ausgewaschen worden, weil er Reizgas oder ähnliches von den Behörden abbekommen hat. So, da wird natürlich viele, viele Fotos gemacht von der Polizei und so weiter, gefilmt. So, jetzt war dann eigentlich viele, viele Gruppenfotos geschossen bzw. fleißig gefilmt von der Polizei, wer hier alles anwesend ist. Ich gehe mal davon aus, dass ich da genauso filmt wurde. Die Kameras ist auf mich gezielt auch zum größten Teil. Aber ich denke mal, die werden bei mir den Presseausweis sehen. Und ich habe auch meine Berechtigung das zu sehen. Also, wie es aussieht, sind hier
spezielle einer gewissen Gruppierung hier hochgekommen. Oh je. Es ist irgendwo traurig, dass dass die Polizei nicht von der Demonstrationspflicht macht, dass er praktisch sagt, okay, wir schließen euch an oder wie auch immer. Ich weiß das natürlich nicht genau, welche Gruppierung hier direkt vor Ort war, wo dann den Reichstag gestürmt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist natürlich Wahnsinn, was hier passiert. Und das wissen wir eigentlich, Merkel und Co. auf jeden Fall Merkel tritt ab, Regierung komplett redet ab. Ihr habt, was ihr im deutschen Volk angetan habt, das geht auf keine Weltschnur. Also es ist wirklich, wirklich nein. Dass die Leute so in Ausnahmesituation geraten, muss natürlich schon einiges vorgefallen sein. Und macht euch mal darüber Gedanken, was ihr in der Regierung macht. So, jetzt würde ich mal ein bisschen vorgehen. Und jetzt hat sich hier ein bisschen gelockert von der ganzen Sache. Ich würde mal ein bisschen näher nachgehen zur Polizei. Und mal schauen, was hier jetzt genau vorgeht. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Polizei, der Reichstag, alles gesichert. Ja, ich denke das. Aber ich habe hier eins, wir haben jetzt so eine Demonstrationspflicht. Ihr Pflicht nehmt zu demonstrieren. Das heißt, das ist was für dich, das ist was für dich. Ja, genau. Und sagt einfach, das Unrecht, was der deutschen Bevölkerung oder generell der Weltbevölkerung jetzt gerade geht. Es ist sehr, sehr traurig, die ganze Geschichte. Was hier wirklich abgeht, ich bin auch gespannt jetzt. Ich bin jetzt am Presseausweis. Wird bestimmt bei irgendeiner demnächst vor der Türe stehen. Es hat sich rumgesprochen, dass hier was passiert. Es kommen immer mehr Leute auch. Wir denken, hallo Heikos! Jawohl. Jawohl. Ein Bild, was in die Geschichte eingeht. Es ist wahrhaftig, dass ich bei dieser Situation dabei sein kann, durfte und zufällig am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war. Ich kann es kaum fassen. Also wirklich Wahnsinn. So. Ja, da sind auch natürlich von der Polizei die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten. Der Abstand von 1,50 Meter ist sicherlich nicht gegeben. Haben natürlich keinen Mundschutz an. Wasser predigen und Wein trinken. Ist natürlich nicht das tolle Vorbild für das Volk. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen nach vorne noch. Schauen wir mal, wie es aussieht.
hier in Krisengebieten. Also man sieht hier doch relativ viel Polizei. Es wird immer mehr Polizei. Ich denke, hier werden einige von anderen Plätzen abgezogen. Ich hoffe, ihr könnt mich da einigermaßen aufnehmen. Wahnsinn, ein Aufmarsch der Polizei. Ich weiß jetzt hier jetzt nicht, was. Ja, genau, schließt euch an. Richtig. Im Chor, schließt euch an. Ha? Schließt euch an. Ja, genau. Ja. Thank you.
Kinder. Alle, die etwas besser verdienen, haben Kinder. Aber ihr habt doch auch Eltern. Weil sie es leisten können. Kinder zu haben, eure Nachkommen. Nur deshalb, weil sie es leisten können. Komm zu uns! Wann? Wenn nicht jetzt! Wann? Wenn nicht jetzt! 100 Meter! Wann? Wenn nicht jetzt! Wir dürfen das, wir sind das Volk, das ist die Menschheit. Es schlägt ein Herz in jedem Körper von euch. Ist euch das eigentlich bewusst? Nicht? Ist nicht bewusst? Schade. Ziemlich schade. Ja, es wird jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Es gehen gerade leichte Diskussionsrunden los per Lautsprecher. Okay, die Polizei hält sich relativ zurück und sagt, okay, ist deeskalierend. Finde ich gut. Momentan, ich hoffe, dass der Funken überspringt und es zu einer sehr großen Remonstration, ein sehr kompliziertes Wort dazu kommt, dass sie einfach sagen, nein, sie machen so nicht mehr weiter, sie stehen zum Folge. Natürlich jeder Einzelne hat natürlich auch von der Polizei, Familie und sonst was, hat natürlich Angst, wie soll man sagen, seinen Job zu verlieren oder wie auch immer. Das ist natürlich leider auch nicht so toll. Aber wenn man sich überlegt, ob man jetzt alle, ich sag's mal, geimpft worden mit einem Impfstoff und wir vernichtet werden sollen, laut Gates 7 Milliarden Impfungen stattfinden sollen. Und im Gegenzug sagt Bill Gates und so weiter 500 Millionen bis 1 Milliarde wäre die optimale Größe auf der Weltbevölkerung. Und wenn man sich dann das mal rechnet, wir sind momentan 7,6 Milliarden. Wenn man dann jetzt die 7 Milliarden zurückrechnet, was geimpft werden soll, kommt natürlich genau sind dann 600 Millionen, was übrig bleiben. Und 600 Millionen, das sind wir ja wieder dabei, dass wirklich eigentlich es wird faktisch dargelegt, dass Bill Gates versucht, 7 Milliarden Leute zu impfen. Und was mit den Leuten passiert, wie gesagt, wird ja keine über die Gefahren übernommen. Die Gefahr praktisch für den Impfstoff wird dem Volk bzw. der Regierung übergeben. Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt so perplex, so konfus darüber. Ich sag mal so, wenn die Leute es wirklich alle mal recherchieren würden und nicht alle von den Mainstream-Medien blind folgen würden, würden sie das sehen, was wirklich abgeht. Also mir, ich weiß nicht. Oh, jetzt kommt im großen Aufmarsch, kommen weitere Einsatzkräfte. Mal schauen, wo die herkommen. Ob die der Cyborg sind oder wie auch immer. Schauen wir mal.
Jo, ich. Jetzt, ich warte mal jetzt mal, Gag halber mal, der Polizist erscheint, mit dem können wir ein bisschen drüber reden und werden mal fragen, mit dem Demonstrationsrecht, ob die da wissen, was Sache ist. Und wird aber dann auch die Kamera, ich sag mal, ein bisschen weggeben, außer Instand von der Polizei. Wie gesagt, ja, man sieht es ja so, wie es ist. Jetzt tun wir mal weg. Wenn jeder das machen könnte, was er will, nur weil es ein Teil des Volkes ist, es muss trotzdem seine geregelte Ordnung haben, seine Richtigkeit haben, seine Ordnung haben. Das muss jeder respektieren. Es geht nicht einfach so. Also wie es aussieht, ist der Mann, der deeskaliert, finde ich das recht, recht positiv. Gut. Also da sind, wie es aussieht, vorne Leute dran, mit denen, wo man reden kann. Jetzt würde ich ja schon mal mein Ding ein bisschen ausschalten. Mein Funk. So. Gut. Jetzt wollte ich den Vorsitzenden in meinen politischen Fragen. Also so wie es aussieht, deeskaliert die Polizei, also auf jeden Fall sind Leute da. Sie sind zwar im Einsatz, je nachdem, aber ich denke mal, es geht relativ gut. Kann ich jemand hier was fragen? Also nur die zuständig. Okay. Nach der jetzigen Gesetzeslage, wie will man Menschen? Nein. Wie solltest du denn sein? Meinen Sie, ich werde Sie von zu Hause nutzen? Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Nee, ich drehe es aber weg, die Kamera. Okay. Also ich bin nicht von den Mainstream-Medien, also privat. Ich wollte bloß fragen, ob ich schon mal vom Demonstrationsrecht was gehört habe oder Pflicht. Mehr nicht. Sie haben davon schon mal gehört. Okay, danke. War alles schon da. Mehr wollte ich Sie gar nicht fragen. So, natürlich, in Medien werden die Leute natürlich nichts berichten mit dem Presseausweis, weil die Leute natürlich doch auch Angst haben, irgendwie eine falsche Aussage oder ja, falsch dargelegt zu werden. Sie haben natürlich auch Angst von ihrem Arbeitgeber, von der Staat. Kann ich teilweise verstehen. Aber jetzt hier oben muss ich dann wieder sagen, teilweise mit dem 1,50 Meter, was immer wieder zu Problemen gekommen ist. Ja, ich muss da jetzt lieber nichts dazu sagen. Wie gesagt, ja, egal. Gut. So. Ich denke mal, es ist friedlich unter Kontrolle. Ich denke mal, wenn die Leute hier verharren können, denke ich, wird was erreicht. Solange hier irgendwie ein. Oh, jetzt kommt was. Diese Durchsage ist die nationale Versammlung bei der Versammlung auf dem Platz der Republik vor dem Bundestagsgebäude. Die Demonstration wird von der Polizei wegen Unsittlichkeiten aufgelöst. Sie werden aufgefordert, sich über die Heidemannstraße in Richtung Sonnenforster Dallesallee zu entfernen. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Diese erste Durchsage, es ist jetzt 20 Uhr 50. So, jetzt, wie es aussieht, kommen wahrscheinlich die üblichen drei oder die, ja, die Vorwarnungen. Und dann geht es dann hier los, wie gesagt.
von anderer Seite, ich sag mal Mainstream-Medien, denke ich mal, pressemäßig, sind ja auch schon Leute da. Ups, jetzt liegen hier irgendwie Gegenstände umher. Keine Ahnung. Ja. Dort gerade ein. Was da haben wir gemacht? Keine zweite DDR, Freunde! Ja, keine zweite DDR. Leute. Überwachungsstaat rückt näher. Freut euch! Macht ruhig so weiter. Ist traurig, aber wahr. Sie müssen mit dem Gewissen leben, nicht ich. Ich habe heute das getan, was ich für richtig halte. Und ihr könnt ihr heute ruhig schlafen. Wir stehen hier für unsere Kinder. Wofür steht ihr hier? Für Geld? Ihr nicht! Mann, wir brauchen euch, Für Menschenhändler steht ihr da. Das ist hier bestimmt demnächst wird ja eingegriffen. Traurig. Diese Maßnahme muss unmittelbar zwei durchsetzen, wenn sie der Forderung nach Opfer nicht nachkommen. Dieses
zweite Durchsage. Es ist jetzt 19:46. Yeah.